Ja, an alle, die mich kennen, hallo mal wieder. An alle, die mich nicht kennen, trotzdem hallo. Und ich wollte jetzt mal eben dieses kleine Video hier machen, um mein Covid- oder Anti-Covid-Impfung oder Nicht-Impfung-Senf zu lassen in diesem Video. Also, erstmal schon mal für die, die mich nicht kennen. Ich lebe nicht in Deutschland, bin da vor fast 25 Jahren weg und habe da auch keinen Bock, wieder hinzuziehen oder so. Aber ich habe halt noch, ich gucke mir schon noch Videos an aus Deutschland und anderen Ländern, aber halt, wo ich halt herkomme und so, weil ich halt aus Deutschland komme. Und gerade jetzt mit der ganzen Covid-Geschichte gucke ich natürlich auch mal rum, wie die verschiedenen Länderregierungen und auch deren Bevölkerung mit der ganzen Geschichte umgehen. Und da habe ich jetzt mal, würde ich jetzt einfach gerne mal ein paar Gedanken zu teilen. Also ich bin nicht geimpft und ich lasse mich auch nicht impfen. Und ich bin aber deswegen auch kein Rechtsradikaler. Weil das scheint ja in Deutschland inzwischen wirklich so weit zu sein, dass wenn man sich nicht impfen lässt, man automatisch dann gleich irgendwie in die rechte Ecke gedrängt wird. Und nun mal eben ein paar Überlegungen, die ich mir zur Impfung oder Nichtimpfung so mache. Also ich bin jemand, der ziemlich, ich bin gerne allein, verbringe viel meiner Zeit alleine und treffe wenige, eher wenig Leute. Also weniger Leute wahrscheinlich als jemand, der in der Stadt wohnt oder abends in die Dissen geht oder sonst was. Nun ist mir hier aufgefallen, nun lebe ich in einer ziemlich reaktionären Ecke von Frankreich. Jetzt ist mir hier einfach aufgefallen, ich habe in den, also seit es jetzt diese Covid-Impfung gibt, habe ich drei Leute getroffen, die geimpft waren, geimpft sind. Und alle anderen, wenn ich dann so frage, sagen alle, die lassen sich nicht impfen und sind nicht geimpft und lassen sich auch nicht impfen, für alle möglichen verschiedene Gründe. Nun ist mir aufgefallen, dass in Deutschland scheinbar, wenn ich dann so die Kommentare unter so einigen Videos lese oder auch in den Kommentarspalten oder in den Chatspalten oder so dann teilnehme, dass in Deutschland irgendwie das schon verbal bürgerkriegähnliche Zustände irgendwie ausruft zwischen Geimpften und Nichtgeimpften. Also ich bin ja immer davon ausgegangen, dass eine geimpfte Person doch, deswegen lässt sie sich ja impfen, vor den eventuellen Viren einer ungeimpften Person geschützt ist. Also wo ist jetzt das Problem für euch Geimpfte da draußen mit den Ungeimpften? Mir ist aufgefallen, dass es, und das auch nicht nur bei Covid, auch bei ganz vielen anderen Sachen, dass hier in der Ecke die paar Geimpften, die ich getroffen habe, denen das völlig egal ist, ob jemand geimpft oder ungeimpft ist, weil sie ja geimpft sind. Und auch, weil einfach die individuelle Freiheit der Person hier scheinbar mehr geschätzt wird als in Deutschland. Also wenn ich jetzt hier jemandem sage, ich lasse mich nicht impfen, dann habe ich noch nie das Gefühl gehabt, deswegen irgendwie verurteilt zu werden. Also was ist da jetzt los, frage ich mich. Oder ist es nur, dass die Geimpften halt obrigkeitshörige Stiefellecker sind, so was ja die meisten Deutschen sind, sonst hätte es da ja längst mal eine Revolution gegeben. Aus welcher politischen Ecke nun auch immer. Oder fehlt da einfach die Toleranz bei euch Deutschen in Deutschland? Weil, also hier in unserem Tal, in dem ich lebe, ist überhaupt niemand geimpft. Und okay, jetzt gibt es diese Restriktionen,
Aber ich bin eh noch nie, also zumindest nicht die letzten 30 Jahre oder so, ich bin eh noch nie kein großer Kneipengänger gewesen. Und die meisten Restaurants sind eh Schrott und ich kann besser kochen zu Hause. Also davon lasse ich mich überhaupt nicht manipulieren, dass die Regierungen jetzt versuchen, das irgendwie die Impfpflicht so irgendwie hintenrum. Und gut, okay, ich habe meine ganz persönlichen Gründe, warum ich mich nicht impfen lassen will und die teile ich auch nicht. Das ist ja meine Sache, das geht ja keinem was an. Die Frage ist nur, wie viele von den Geimpften lassen sich nun impfen, weil sie Angst haben, das Virus zu bekommen oder davon zu sterben oder schwer zu erkranken und wie viele sich im Grunde nur impfen lassen, weil sie dann wieder in die Disse gehen können oder in die Kneipe oder sonst was. Und was sagt das aus über die, weiß nicht, 70% der Geimpften, wenn davon jetzt die Hälfte sich nur impfen lassen, weil sie Druck von der Regierung kriegen, dann finde ich das bedenklich. Weil was kommt als nächstes? Also als nächstes sagt die Regierung dann, wir müssen jetzt Krieg führen und wenn ihr keinen Krieg führt, gegen wen auch immer, dann dürft ihr nicht mehr euer Bier trinken gehen in der Kneipe oder was. Oder und da gibt es ja ganz viele andere Möglichkeiten. Also, keine Ahnung. Auf alle Fälle wollte ich das jetzt einfach mal hier loswerden und mir ist auch scheißegal, ob YouTube meine Videos sperrt oder nicht und mir ist auch egal, ob ihr euch an meinen Kanal abonniert. Also ich würde mich wahrscheinlich an meinen Kanal auch nicht abonnieren, weil ich ja stinklangweilig. Und Likes und Dislikes interessieren mich auch nicht und ich will eh keine Werbung auf meinem Kanal. Warum soll ich hier für irgendwelche Iddies da, nur damit sie Kohle machen, Werbung machen und für ein paar Pfennig? Das interessiert mich eh alles nicht. So, okay, jetzt kann ich das Video nicht so lange machen. Bei mir werden alle Videos übers Mobilfunknetz hochgeladen und das ist hier nicht besonders gut, weil ich ziemlich weit abgelegen in den Bergen in einem kleinen Tal wohne. Ja gut, das waren jetzt einfach mal so ein paar Covid-Überlegungen, die ich mir gerade gemacht habe, übers Impfen und Nicht-Impfen. Und um den Leuten, die da jetzt die Ungeimpften irgendwie schief angucken oder verurteilen, mal zu sagen, was soll denn das überhaupt? Also es ist ja völlig scheißegal, ihr seid geimpft und wir sind nicht geimpft und da kann euch ja im Grunde nicht viel passieren. Und wenn die Krankenhäuser überfüllt sind, dann ist das nicht die Schuld der Ungeimpften, sondern die Schuld der Regierungen, die lieber Geld ausgeben für irgendwelche Kriege von irgendwelchen anderen Ländern. Und allen möglichen anderen Scheiß. Also, bisschen mehr Toleranz und ein bisschen mehr Akzeptanz für die Leute, die halt ihr Leben anders leben wollen und ohne geimpft zu sein.